Matthew, 17. September 2016, empfangen von Susan Ward, übersetzt von Martin Gadot. Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an diesem Ort, hier ist Matthew. Lasst uns damit beginnen, dass wir Gedankengänge ansprechen, die bei euch viele Gemüter bewegen. Und sie betreffen vor allem eure Besorgnis bezüglich der erfolgreichen Raketenstarts in Nordkorea. Falls jenes Land tatsächlich einen nuklearen Sprengkopf in den Weltraum schicken sollte, wird dessen Detonation verhindert durch die Mitglieder der Universumsfamilie, die kontinuierlich an eurem Himmel auf- und ab patrouilliert. Und dasselbe wird der Fall sein, falls irgendeine andere Nation einen derartigen Versuch unternehmen sollte. Die aus humanitären Gründen beschlossene Waffenruhe in Syrien ist zwar willkommen, aber es ist noch wesentlich mehr nötig als diese Schutzmaßnahme, um die Notlage der Bevölkerung in diesem kriegsgeschüttelten Land zu lindern. Frieden wird zwar kommen, aber die heftigen Energieabsonderungen aus Feindseligkeit und Misstrauen, die da von den einander bekämpfenden religiösen und weltlichen Gruppen ausgesandt werden, werden auf dem Weg zum Frieden noch Umwege verursachen. Was jene energetischen Szenarien betrifft, die in unserer vorigen Botschaft bezüglich der Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten beschrieben wurden, hat Hillary Clintons Rückzug aus dem Rennen aus gesundheitlichen Gründen eine weitere Nische für andere Möglichkeiten erzeugt, die wiederum Bernie Sanders ins Weiße Haus bringen könnte. Das heißt jedoch noch nicht, falls diese Nische sich vergrößert, dass die Szenarien, die Clintons Aktivitäten betreffen, sich in Luft auflösen. Die Energien dieser Streamer werden ihren Lauf nehmen und entsprechende Informationen ans Licht bringen. Und somit bleibt auch da noch die Möglichkeit, dass Clintons Disqualifizierung für das Präsidentenamt Bernie Sanders ins Oval Office heben wird. Die Wahrheit über 9/11 wird enthüllt werden, jedoch nicht, bevor die Rockefeller-Fraktion der Illuminati ihren Einfluss in Regierung, Wirtschaft und den Mainstream-Medien der Vereinigten Staaten gänzlich verloren hat. Die Schuldzuweisung dieser Nation in Richtung Russland hinsichtlich einer Serie gehackter E-Mails und ihre Darstellung der Haltung Wladimir Putins als unbefugte Einmischung in innere politische Angelegenheiten der USA, der die ehemaligen UdSSR-Länder beherrschen, kontrollieren möchte, ist politisches Posieren und Futter für die Medien. Putin will keine neue Ära eines Kalten Krieges und auch keine Konflikte mit irgendeinem anderen Land. Er ist eine jener Personen in Regierungen, Militärstreitkräften und Unternehmens- und Wirtschaftsbereichen, deren Bemühungen hinter verschlossenen Türen darauf abzielen, die lange Herrschaft der Illuminati zu beenden, die gekennzeichnet ist durch globale Korruption, Täuschungs- und Betrugsmanöver, Attentate, Kriegstreiberei und Verarmung der Bevölkerung. Die sich erhöhenden Schwingungslevels, die einerseits helfen, die Erde von jenen Plagen für die Menschheit zu befreien, stiften andererseits Verwirrung unter jene Menschen, die nicht begreifen, was sich da entwickelt. Was euch bekannt ist, ist die Evolution einer Zivilisation und der Wandel einer Welt, die die meisten lediglich als fortgesetzte Unruhen, gegenseitige Abgrenzung und Verwirrung wahrnehmen und das mit dem Gefühl, dass die Zeit immer unbeständiger wird und immer rascher dahin eilt. Bei vielen führt das dazu, dass sie ihren Verantwortungen in dringlicher Eile nachgehen und trotzdem sind die Tage dann zu Ende, noch bevor alle Aufgaben erledigt sind, was zusätzlichen körperlichen und psychischen Stress in ihnen erzeugt, während sie doch schon gestresst genug sind durch die Auswirkungen der hohen Schwingungen. Eine Anzahl von Lesern beschreibt die Herausforderungen,
vor die sie in diesem Zusammenhang gestellt sind. Und wenn auch insbesondere die erwachenden Seelen nach Führung Ausschau halten, sind die Lichtarbeiter dennoch nicht immun gegen den Stress, sich im Zuge des Aufstiegswegs der Erde erfolgreich an die höheren Frequenzen anpassen zu müssen. Statt hier nun die Stressverminderungsratschläge, die wir bereits offeriert hatten, zu wiederholen, habe ich meine Mutter gebeten, die Daten der entsprechenden Botschaften anzugeben, sodass diejenigen, die diese Informationen noch einmal lesen möchten, sie leicht wiederfinden können. 4. Juli 2013 mit der umfassenden Beschreibung und 23. März 2008, 10. März 2009, 20. November 2013 und dann der 20. März 2016. Diese Mitteilungen liefern zusätzliche Einsichten in Ursachen und Behebung von Stress. Danke, Mutter! Wir möchten hier auch noch einmal unterstreichen, dass die Umkehr eines negativen Gedankens in einen positiven Gedanken der schnellste Weg ist, stressvolle Gefühle bezüglich einer Situation zu beruhigen. Warum wirken sich Schwingungen nicht auf alle gleich aus? Nun, im Grunde wirken Schwingungen sich auf alle in gleicher Weise aus, und zwar in der Hinsicht, dass sie alle persönlichen Merkmale und Verhaltenstendenzen einer Person verstärken. Es sind die Reaktionen auf die Schwingungen, die dabei erheblich variieren, und zwar deshalb, weil jede Person einzigartig ist. Ihr unterscheidet euch auf vielfache Weise schon physisch durch Gestalt, Alter, Körperchemie und zellulare Struktur. Allerdings sind es vor allem die Glaubenssätze, individuellen Erfahrungen, Beziehungen und die jeweilige persönliche Einstellung, die die Reaktionen einer Person ganz grundlegend beeinflussen. Sprechen wir jedoch noch einmal über die gesamte Bevölkerung und konstatieren hier grundsätzlich, dass die Reaktionen auf bestehende Schwingungen davon abhängen, ob Geist und Sinne, Gemüt und Herz entweder offen oder aber verschlossen sind. Zwar schweifen wir hier ein bisschen ab, wenn wir sagen, dass Schwingungsebenen sich immens voneinander unterscheiden, doch immer ist der wesentliche Inhalt der Schwingungen die Liebe, Lichtessenz des Schöpfers ist die mächtigste Kraft im Kosmos. Ob schon im allgemeinen Licht visuell eingestuft wird und Liebe als eine Empfindung, sind sie dennoch eins. Sie sind dieselbe Energie. Und im spirituellen Kontext sind Liebe, Licht und Liebe, Licht Synonyme. So können also Personen, die gegenüber dieser Energie offen sind, Liebe entlang ihrem Spektrum aufbauender, erhöhender Manifestationen empfangen und aussenden. Leute, die sich dieser Energie gegenüber verschließen, können das nicht. Es hat zwar den Anschein, dass das Gegenteil von Liebe der Hass ist, doch das stimmt so nicht. Das Gegenteil ist die Abwesenheit von Liebe. So ist auch Furcht, Angst die Abwesenheit von Liebe, und auch wenn Furcht niemals die Kraft haben kann, die der Liebe innewohnt, ist sie doch stark genug, um die Oberhand gewinnen zu können, und Rücksichtslosigkeit, Habgier, Gewalt, Betrug, Machtgier und Herrschsucht fördern zu können. Menschen, die in Angst leben, leben im Dunkeln, was das geistig-spirituelle und bewusste Gewahrsein betrifft. Und Leute, die angstbesetzte Umstände heraufbeschwören, sind Gefangene der Dunkelmächte. Aus diesem Grund drängen wir euch oft genug, Licht an alle auf der Erde auszusenden. Denn erst, wenn die Menschen das Licht erkennen können, können ihre Herzen und Sinne sich öffnen, um die Liebe hereinzulassen, die dann anstelle der Angst ihren Platz dort einnehmen kann. Wir wurden gefragt, wie man denn Licht aussenden kann. Jede Person hat die Kapazität, ein Kanal der universellen Energie, der allmächtigen Liebe-Licht-Energie zu sein. Und schon einfach der Wunsch, das Bestreben, die Absicht, diese Energie zu einer Person hin
oder in ein bestimmtes Gebiet oder auch über die gesamte Erde auszusenden, lenkt diese Energie automatisch und augenblicklich an den beabsichtigten Empfänger. Wenn ihr dies förmlicher tun möchtet, vielleicht mit einem Gebet, einer Meditation oder Visualisierung, ist das natürlich schön, aber eigentlich nicht notwendig. Eure Empfindungen sind das, was zählt. Und sie zählen auf jeden Fall. Die kollektiven Empfindungen von Menschen, die friedlich und in Harmonie mit der Natur leben möchten, in Gerechtigkeit, Würde und Wohlstand für alle, bilden jene Energiekraft, diese erwünschte Art der Welt zu manifestieren. Werden die Leute in Nirvana in derselben Weise von unterschiedlichen astrologischen Gebilden beeinflusst wie ihr? Nein, ätherische Körper sowie auch Nirvana selbst schwingen auf Frequenzebenen, die nicht von jener planetaren Interaktion innerhalb eures Sonnensystems beeinflusst sind, wie sie sich auf die Körper der physischen Dichte wie der euren auswirkt. Würden künftige autonome Roboter eine Bedrohung für unsere Zukunft darstellen und würde künstliche Intelligenz unseren Aufstieg in die vierte Dimension bremsen und eine massenhafte Arbeitslosigkeit und soziale Unruhen nach sich ziehen? Wenn Roboter ganz allgemein in der Industrie eingesetzt werden, wird die ermüdende Fließbandarbeit, die durch diese Technologie dann ersetzt wird, und das ist die einzige Bedrohung, enden. Und je nach Alter der Arbeiter können diese dann entweder in Ruhestand gehen oder sich für Jobs in anderen Bereichen fit machen, die wesentlich befriedigender und finanziell lohnender sind. Das wird zwar nicht im Moment eines Augenzwinkerns geschehen, aber dieses wertvolle Merkmal des goldenen Zeitalters ist auf dem Weg. Wenn die Gesellschaft die Notwendigkeit aufbauender Erholung, Recreation ist Neuerschaffung, erkennt, etwas, was das neue System unterstützen wird, werden die Menschen wesentlich gesünder, glücklicher und auf sinnvollere Weise aktiv und wohlhabend sein. Künstliche Intelligenz wird auch für Zwecke verwendet werden, die das Leben bereichern, und die Illuminati waren niemals in der Lage, den persönlichen Aufstieg in die vierte Dimension und darüber hinaus im spirituellen und bewussten Gewahrsein von irgendjemandem zu stoppen. Mutter, es ist nicht nötig, die Fragen über Zwillingsseelen hier zu notieren. Ich werde sie anhand deiner E-Mail-Liste beantworten. Es ist unwahrscheinlich, dass ein Seelenkontrakt auch die Wiedervereinigung von Zwillingsseelen berücksichtigt. Jeder Kontrakt ist ein integraler Bestandteil einer vorgeburtlichen Vereinbarung, die darauf angelegt ist, allen Beteiligten zu nützen. Und da kann es sein, dass Zwillingsseelen die Rollen gar nicht ausfüllen können, die andere innerhalb dieser Vereinbarung benötigen. Da Zwillingsseelen ohnehin einander kennen, ist hier kein unmissverständlicher Weg zu gegenseitiger Identifikation vonnöten, was ja auch sonst für alle Zwillinge gilt. Nein, Zwillinge beeinflussen in keiner Weise in irgendeinem größeren oder geringeren Ausmaß ihre jeweiligen gewählten Seelenkontrakte oder entsprechende bewusste Entscheidungen, anders als irgendeine andere Seele vor oder nach ihrer Inkarnation. Die Wiedervereinigung von Zwillingen in einer physischen Zivilisation garantiert keine karmische Vollendung, und Zwilling zu sein bedeutet in keiner Weise irgendeinen Aufwärtsschritt im Evolutionsprozess. Allerdings können Zwillinge einander in einer höher entwickelten Zivilisation oder in deren spiritueller Welt schneller wiedererkennen. Es ist eher möglich, ja sogar sehr wahrscheinlich, dass sich jemand bezüglich einer bestimmten Person irrt, anzunehmen, sie sei ihre Zwillingsseele, wie wir dies bereits in einer früheren Botschaft konstatiert hatten. Zwillingsseelen sind äußerst selten. Wir fügen hinzu, dass Voreingenommenheit bei der Frage, ob ihr eine Zwillingsseele seid oder euch mit einer solchen wiedervereinen möchtet, sogar die Chance der Erfüllung eurer kontraktlich vereinbarten Wahl für die entsprechende Lebenszeit vermindern kann.
Ich denke darüber nach, dass im Zuge des Wandels vielleicht viele sterben werden, weil ihre Körper die sich erhöhenden Schwingungslevel nicht vertragen können. Was ist, wenn sie noch kleine Kinder haben? Werden alle Kinder bis zu einem gewissen Alter auf natürliche Weise mit der Erde zusammen aufsteigen? Gibt es einen bestimmten Punkt, ab dem die Menschen für diese Entscheidung verantwortlich sind? Werden Familienstrukturen sich zu neuen Formen wandeln? Wenn Körper abrupt ihre Lebensfähigkeit verlieren, während sie sich durch die ansteigenden Schwingungsebenen bewegen, wird ihr Tod zum Beispiel Herzversagen, einem Aneurysma, einem heftigen Schlaganfall zugeschrieben werden oder vielleicht auf einen Sturz oder Verkehrsunfall zurückgeführt werden. Welch medizinischer Grund auch immer vorliegen mag, kleine Kinder lernen mit Kummer und Schmerz über den Verlust eines Elternteils umzugehen. Im Laufe der Zeitalter haben schon zahllose Seelen diese Erfahrung gewählt, um zu lernen, zu innerem Gleichgewicht zu gelangen, und in dieser jetzigen beispiellosen Ära im Universum tragen vorgeburtliche Vereinbarungen dem Umstand Rechnung, dass Kinder einen Elternteil oder beide Eltern aufgrund schwingungsbedingter Unverträglichkeit verlieren können. Falls dies so ist wie jetzt, werden Familien entsprechende medizinische Diagnosen akzeptieren. Die sich erhöhenden Schwingungen werden auch herzerwärmende Aspekte erbringen. Die Menschen werden über das Leben in der geistigen Welt und über die Gewissheit einer Wiedervereinigung mit geliebten Personen und Haustieren aufgeklärt. Da sich dann die telepathischen Kommunikationswege öffnen, können klare Verbindungen zwischen Seelen auf der Erde und überall im Universum aufgenommen werden. Und wenn sich eure Gesellschaft noch weiter aufwärts entwickelt hat, können Bewohner des Planeten und in Nirvana sich gegenseitig besuchen. Natürlicherweise ist das Aufsteigen mit der Erde, oder besser gesagt, der persönliche Aufstieg, eine Sache des spirituellen und bewusstseinsmäßigen Weiterwachsens. Und da spielt das Alter keine Rolle. Seit 30 oder noch mehr Jahren ist eine beträchtliche Anzahl Neugeborener in einem höher entwickelten Status zu euch dazugestoßen. Jede Person hat die Wahl, nicht die Verantwortung, im Gewahrsein weiterzuwachsen, was sie dazu befähigt, für die Dauer ihrer Lebensspanne physisch zusammen mit der Erde weiterzugehen, so wie sie sich im Zuge ihres Seelenkontrakts entschieden hatte. Dennoch erfordert der persönliche Aufstieg nicht das gemeinsame Reisen mit dem Planeten in höhere Dimensionen. Die Seelen haben sich ohnehin während der Jahrtausende weiterentwickelt, als die Erde im Sumpf der dritten Dimension steckte. Der jetzige großartige Vorteil ist die Gelegenheit, das Karma der dritten Dimension innerhalb einer einzigen Lebenszeit abzuschließen, unterstützt von den sich beschleunigenden Schwingungsraten sowie oftmals auch von der liebevollen Assistenz stärkerer Seelen. Die Familienstrukturen haben sich schon seit einiger Zeit gewandelt, weiterentwickelt. Und das verdient einiges Nachdenken im Kontext des Aufstiegs. Da gibt es gemischtrassige Ehen und konfessionelle Mischehen, in einigen Gegenden auch gleichgeschlechtliche und Transgender-Ehen. Jugendliche rebellieren gegen arrangierte Ehen. Geschiedene Eltern teilen sich das Sorgerecht für ihre Kinder. Wiederheirat führt zu Patchwork-Familien. Einige Eltern ziehen die beidseitige Verpflichtung einem gesetzlichen Status vor. Ersatzmütter und künstliche Befruchtung sind nichts Ungewöhnliches mehr. Geburtenkontrolle gibt verheirateten Paaren auch die Möglichkeit, keine Kinder zu haben. Kinder, die ihren gewalttätigen, missbrauchenden oder nachlässigen Eltern weggenommen werden, leben mit anderen Familienmitgliedern oder in Erziehungsheimen. Single-Personen adoptieren Kinder anderer Eltern. Es kann auch sein, dass drei Generationen im selben Haus leben oder dass Familienmitglieder weit weg voneinander leben. Ältere Eltern können in betreuten Wohneinrichtungen leben. Einige familiäre Arrangements sind durch Fortschritte der medizinischen Wissenschaft möglich. Aber der grundlegendere Nachweis für diesen Wandel
ist der zunehmende Respekt gegenüber allen liebevollen Beziehungen und Familienkonstellationen. Geliebte Brüder und Schwestern, ihr als die Vorhut der geistig-spirituellen und bewusstseinsmäßigen Evolution erhöht mit der Erhöhung eurer Eigenschwingung auch die Schwingungsfrequenzen der Welt. Einfach dadurch, dass ihr euer Licht lebt und euren Enthusiasmus und eure Zuversicht hinsichtlich der Zukunft der Erde veranschaulicht. Lichtwesenheiten in diesem gesamten Universum verehren euch und umgeben euch mit bedingungsloser Liebe. Liebe und Frieden, Matthew und Susan Ward.